Es ist ein Auf und Ab der Gefühle. Max Rehberg und Philipp Florich vom Grün-Weiß Mannheim starten beide in den MLP Tennis Cup. Grund zur Freude für den einen, Enttäuschung für den anderen. Es war sehr schwierig für mich. Das zweite Turnier dieses Jahr und mein Gegner hat schon 2 Matches in der Quali gehabt. Deswegen war es sehr schwierig für mich, am Anfang reinzufinden. Im zweiten habe ich es dann ein bisschen besser geschafft, aber es haben einfach ein paar Prozente gefehlt heute. Am Ende seines ersten Spiels muss Florich sich seinem Gegner aus Tschechien geschlagen geben und ist damit aus dem Turnier ausgeschieden. Anders sieht es dabei Teamkollegen Max Rehberg aus. Der Mannheimer gewinnt beide Sätze knapp mit 7:6 und ist damit in die zweite Runde eingezogen. Die beiden 19-Jährigen konnten in der vergangenen Saison schon erste Erfahrungen in der Bundesliga sammeln und gelten nicht nur deswegen als Talente. Klar, ich glaube, die Erwartungen sind groß, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei allen drumherum. Ich habe ein sehr gutes letztes Jahr gespielt und will mich natürlich beweisen. Ich will schon beweisen, dass ich da auch hingehöre, wo ich bin und dass es nicht sozusagen Glück war oder ein gutes Jahr war. Und also ich will schon, dass es weitergeht und dafür arbeite ich auch jeden Tag. An seiner Seite steht sein Freund und Tenniskollege Philipp. Die beiden kennen sich schon sehr lange und arbeiten täglich zusammen daran, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ja, wir sind fast wie ein Ehepaar, würde ich eigentlich mittlerweile sagen. Ich sehe ihn mehr als meine Eltern teilweise. Wir kennen uns super, wir kennen uns schon seit ewig vielen Jahren und er ist ein super Freund und auch auf dem Platz sowie auch neben dem Platz. Wie ein Bruder eigentlich für mich. Wir sehen uns jeden Tag. Wir sind außerhalb des Platzes auch sehr gut befreundet und ja, wir gönnen uns beide das Beste, denke ich. Zusammen sollen die beiden auch in Zukunft im Bundesliga-Team von Trainer Gerald Marzenell auftreten. Dieser trainiert die beiden schon seit sie 14 Jahre alt sind. Er kennt die Qualitäten der beiden also in- und auswendig. Der Max seine Stärken, der hat der Philipp seine Schwächen und umgekehrt. Die ergänzen sich sensationell. Das sind einfach dicke Freunde. Die kennen sich seit sie 12 Jahre alt sind. Und das sind einfach dicke, dicke Freunde. Die reisen zusammen um die Welt. Die helfen sich gegenseitig. Wenn der Max spielt, zieht er der Philipp mit. Und wenn der Philipp spielt, zieht er der Max mit. Also eine bessere Konstellation gibt es gar nicht. Die Konstellation Max Rehberg und Philipp Florich funktioniert einfach. Nach einem starken vergangenen Jahr soll es auch in diesem Jahr für die beiden Nachwuchsspieler weitergehen. Das Ziel, sich bei den Profis zu etablieren und Titel abzuräumen.